Sind das zu viel? Dann musst du mir das Mir wird sagen. das nicht zu viel. Doch. Nee, nee. Weil ich habe gesehen, wie du die 3 Wochen genossen hast. Du hast gesagt, endlich kein Auto fahren, das ist so herrlich. Das Auto kann ruhig so eine Woche länger in den Werkstatt stehen. Furchtbar, das war ganz furchtbar, war das. Was? Na, kein Auto zu haben. Ich dachte, du fandest das toll. Mal 3 Wochen Ruhe, nicht immer Auto fahren müssen. Nee, 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 Ne? nee. Schön, schön in der Wohnung hier bleiben und der, ja, der Junge holt immer die ganze Nee, nee, Zeit gereiht. nee, nee. Kannst du mal an deiner Einstellung ein bisschen arbeiten, finanziell? Pass auf. Es geht nicht darum, dass man, also diese Dinger kosten bei McGuides 99 Cent, dieses Handgel, ja. Das hat 1,89 gekostet. Das heißt, im Prinzip ist fast 1 Euro vergeudet worden. Gut, man kann jetzt diskutieren. Ja, ist ja nun Euro und ich will das jetzt haben. Aber übers Jahr gesehen, kommen da schnell 200, 300, 400 Euro zusammen, die man völlig sinnlos zum Fenster rauswirft. Ja, stimmt. Ja. Und genau das ist der Grund, warum dein Vater pleite ist. Weil dein Vater gesagt